Liebe Brüder und Schwestern, Weihnachten, Geburt Christi, Lichterglanz, der Christbaum, die Geschenke, das gute Essen, so viele Dinge gehören zu diesem Fest dazu. Und die meisten von uns haben sehr große, hohe Erwartungen an dieses Fest, an die Familie, an die Mitmenschen, an den Partner, an die Kinder, ja, an die ganz nahestehenden Angehörigen. So viel erwarten wir uns von Weihnachten, so vieles erhoffen, ersehnen wir. Und oft passieren gerade zu Weihnachten schmerzliche Dinge. Oft gibt es gerade an diesem hohen Fest Streit, Unstimmigkeiten. Aber Jesus ist da für uns. Er ist unser Friede. Er möchte uns seinen Frieden schenken, unser Herz mit seinem Frieden erfüllen. Ja, Jesus ist der Friedenskönig. Aber es ist auch der Widersacher da, der Teufel, der immer versucht, diesen Frieden zu zerstören, diese Gemeinschaft, diese Einheit zu zerbrechen. Durch unsere menschlichen Schwächen, durch unsere Schwachstellen, durch unsere Sündhaftigkeit, ja, durch unsere menschliche Gebrechlichkeit und Unvollkommenheit. Aber lassen wir uns nicht verwirren oder entmutigen. Jesus hat all das auf sich genommen für uns. Er ist einer von uns geworden. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Er ist in allem uns gleich geworden, uns Menschen, außer der Sünde. Er hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen, unsere Sünden auf sich geladen. Ja, ihm dürfen wir alles anvertrauen. Die schönen Stunden, aber auch das Versagen, das, was Stückwerk geblieben ist, unvollkommen. Ja, alle Brüche unseres Lebens, unserer Beziehungen. Jesus schenkt Heil. Er schenkt die Kraft zum Verzeihen, zur Vergebung. Er schenkt uns die Gemeinschaft mit dem Vater, die Versöhnung untereinander. Ja, er, der Friedensfürst, der Sohn Gottes, der Sohn der Jungfrau Maria, er kommt in das Dunkel unseres Lebens, in das Dunkel dieser Welt, in das Dunkel unseres Herzens und möchte alles erfüllen mit seinem Licht, mit seiner göttlichen Herrlichkeit. Vertrauen wir ihm, seiner rettenden Macht, seinem Erbarmen. Er kann auch die größte Finsternis umwandeln in Licht. Er schenkt uns Vergebung aller Schuld. Er schenkt uns neues Leben. Er schenkt uns den Geist der Versöhnung und des Friedens. Und dieser Friede für uns ist das Bewusstsein, ja, die Erkenntnis, die Erfahrung, dass wir einen Vater im Himmel haben, der Barmherzigkeit ist für uns. Ja, der unsichtbare Gott, den keiner je geschaut hat, wie es heute im Johannesevangelium in diesem Prolog heißt. Ja, dieses Erbarmen des Vaters ist sichtbar geworden. Gott ist sichtbar geworden in diesem Kind von Bethlehem, in Jesus, seinem Sohn. Gott zeigt sich uns in Schwachheit, in Kleinheit, in scheinbarer Ohnmacht, ja, um uns Vertrauen zu schenken, damit wir nicht abgeschreckt werden von seiner Herrlichkeit, von seiner unfassbaren Größe, damit wir uns mit umso größerem Vertrauen nähern, auch mit unserer Schuld, mit unserer Gebrechlichkeit,
mit unseren Mängeln, unseren Schwächen. Der Herr kennt uns. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Und er möchte uns ja alle Last abnehmen, alle Schuld, all das, was uns traurig macht. Er möchte uns die wahre Freude schenken, die nur Gott allein schenken kann, die nicht in materiellen Geschenken besteht, sondern in dieser unfassbaren Gabe des Vaters im Himmel, der uns seinen Sohn schenkt, die Gabe aller Gaben. Er schenkt uns in ihm seine Liebe, er offenbart uns in ihm seinen Reichtum, sein Antlitz, sein Wesen. Ja, Jesus ist mit uns. Er ist, wie es heißt, der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, das Abbild seines Wesens. Er kommt zu uns. Er, durch den alles geschaffen worden ist, der im Anfang war, das ewige Wort des Vaters. Nehmen wir ihn auf, in Dankbarkeit, in Freude, im Vertrauen, in Liebe. Er ist der König der Liebe und des Friedens. Was möchte Gott von uns? Er möchte zuerst einfach nur diese Antwort eines liebenden Herzens. So wie ein kleines Kind eigentlich nichts anderes möchte, als geliebt werden, als umarmt werden. Das möchte auch Gott von uns, das erwartet er von uns. Nicht unsere Tugendhaftigkeit, nicht unsere Perfektion, unsere Fehlerlosigkeit, unsere langen Gebete, unsere langen Liturgien vielleicht, sondern zuerst möchte er in unser Herz kommen. Er möchte von uns angenommen werden, von Herzen geliebt werden. Er möchte uns Vertrauen schenken in sein Erbarmen, gerade jetzt in diesem Jahr der Barmherzigkeit. Er möchte auch in uns seine Herrlichkeit zeigen. Nehmen wir ihn auf wie Maria, voll Glauben, voll Vertrauen. Schenken wir ihm unser Ja, so wie Maria dieses Ja geschenkt hat im Namen der ganzen Menschheitsfamilie. Mir geschehe nach deinem Wort. Sagen wir Ja zu Gott, zu dem, was er uns zutraut, uns zumutet. Sagen wir Ja zu seinem Kommen. Sagen wir Ja zur Versöhnung, zur Vergebung. Sagen wir Ja zur Barmherzigkeit. Nehmen wir das Erbarmen Gottes an und gewähren wir es auch unseren Mitmenschen. Dann wird dieser Friede Gottes uns erfüllen. Dieser Friede von Weihnachten, dieser Friede Jesu. Dann wird dieser Geist des Friedens uns auch mit Freude erfüllen, mit Freude, mit Dankbarkeit, mit Glauben, mit Vertrauen, weil Jesus, der Immanuel ist, der Gott mit uns, die Treue Gottes, die uns nicht verlässt. Er bleibt bei uns, was immer geschieht. Wir sind geborgen in seinen Händen. Er ist da. Amen.